unsere Zeitung ist eben interessanter geworden. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur ersten Sendung von Spiegel TV. Stolpe hat seit gut 20 Jahren als IM für die Stasi gearbeitet. Vor genau 5 Wochen feierte die DDR ihr 40-jähriges Jubiläum. Das 1:1 ganz groß. Das Ding vorne zu halten, die Qualität so gut zu machen, wie es irgendwie geht, auch dafür zu sorgen, dass die Auflage ordentlich ist, dass wir einfach einen guten Journalismus machen. Tja, oh, jetzt wird sehr, sehr viel. Ich meine, wer kann das? War eine Badeneinheit, wie groß die Gefahr war. Beobachter am Straßenrand der Geschichte. Die goldene Sonne für das journalistische Lebenswerk geht an Stefan Aust. Das ist schnell erzählt. Eine ziemlich altmodische Veranstaltung hier, nicht? Ein Glück. Man konnte sich gar nicht vorstellen, dass es sowas noch gibt. Deswegen freue ich mich sehr, erstmal natürlich dafür und diese wunderbaren Worte meiner jungen Kollegin. Aber fast noch mehr freue ich mich darüber, dass offenbar dieses Land gerade dabei ist, aus dem Winterschlaf zu erwachen. Man hat so das Gefühl, dass es das gar nicht mehr gab. Und jetzt nach anderthalb Jahren so viele Leute hier zu sehen, die richtig lebendig sind und die Lust haben und feiern, das finde ich wirklich grandios. Und da kann ich nur sagen, dafür hat es sich gelohnt, 75 Jahre zu arbeiten. Vielen Dank. Applaus.